Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Prime Beast Hunters Soundwave. Soundwave wird hier in einer etwas abgewandelten Form geliefert, entspricht aber alles in allem dem Grundmodell aus der Serie 1. Nur mit kleinen Zusatzextras, kleinen Remolds, das heißt kleinen Zacken, neuer Waffe und auch die Drohne ist eine etwas andere. Ja, bevor ich euch die Figur zeige, gehe ich erst einmal auf die Verpackung ein. Die Verpackung ist im typischen Transformers Prime Design und wird auch so mit jeweils diesem schönen Artwork hier unten geliefert, was ich echt bei dieser Serie wirklich sehr schön finde. Und dann sehen wir hier natürlich noch einmal Soundwave in seinem Drohnenmodus. Soundwave im Robotermodus und hier oben diesmal mit Ravage anstatt mit Laserbeak. Finde ich sehr interessant, dass hier endlich mal eine andere Drohne geliefert wird und nicht immer nur die gleiche. Ist ein schönes kleines Gimmick, ja. Und ja, kommen wir gleich mal zu der Figur selbst. Die Figur selbst wird geliefert mit dieser etwas seltsam anmutenden Waffe. Sie hat hier so einen Greifer, mit der kann Soundwave quasi andere Dinge greifen, Autobots, Relikte, wie auch immer. Hat ein kleines Seil mit dazu und kann dementsprechend abgeschossen werden. Ist nicht wirklich lang. Ist nur ein kleines Gimmick für Kinder. Also es wäre jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, okay, absoluter Oberhammer. Und hat ansonsten hier unten noch diesen kleinen Griff, mit dem man es in die Hand nehmen kann. Und dieser Griff kann natürlich hier unten überall befestigt werden. Hier bei der Figur selbst ist es ein wenig seltsam. Hier wird angezeigt, dass das unter dem Flügel quasi befestigt wird. Hier gibt es aber nicht wirklich eine Befestigung dafür. Und im Notfall kann man das hier runter quasi packen, aber selbst da hält es nicht sonderlich gut, weil es einfach nur so ein zwischen die Beine gesteckt ist. Also einen richtigen Port gibt es nicht dafür. Das Einzige, was man machen kann, wenn man die Drohne Ravage komplett abnimmt, dann könnte man es hier unten befestigen. Ja, Ravage, kommen wir gleich mal zum Punkt, ist hier unten drunter unter dem Flugzeug befestigt, ist aber leider im Gegensatz zu dem Original hier oben in schwarz dargestellt, schwarz-silber, schwarz-braun-silber, das heißt die Beine sind braun, finde ich jetzt nicht so schön, das hätte man anders machen können, wenn man hier ein bisschen Customization betreiben will, kann man das hier richtig schön in schwarz färben, finde ich auch besser, ansonsten wird die Figur hier in so einem, öligen Plastik geliefert, das heißt, hier laufen die Farben richtig ineinander, verschiedene Blautöne und Schwarztöne überall. Und auch hier vorne sieht man es nochmal schön, wie es dann quasi hier diesen öligen Farbverlauf hat. Ja, die Figur, wie gesagt, ist sehr schön gemacht, hat hier unten noch ein kleines Landegestell, was allerdings sehr lose ist. Und ansonsten ähnelt die Figur, wie gesagt, dem 1:1, dem Serie 1 oder Wave 1 Soundwave. Und kommen wir jetzt gleich einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist ziemlich simpel bei dieser Figur. Wir drehen einmal hier oben diesen kleinen Knauf hier oben raus. Drehen die Flügel einmal nach hinten. Anschließend drehen wir die Figur einmal rum. Separieren die Beine voneinander. Aber bevor ich das tue, ich will euch einen kleinen, eine Illusion quasi bieten. Ihr werdet immer wieder das Gleiche sehen. Der Kopf hier vorne der Drohne sieht fast aus wie ein Papagei. Ihr werdet euch fragen, wieso sieht er das? Ganz einfach, man kann hier unten das öffnen. Es ist dann wie ein Schnabel. Und wenn man sich das so vorstellt, hier der Schnabel, hier so die Augen, hier vielleicht so sollen Federn darstellen oder wie auch immer, habt ihr wirklich immer wieder das Gefühl, es ist ein Vogel. Es ist ganz merkwürdig. Seitdem kriege ich es auch nicht mehr aus dem Kopf. Ja, wie gesagt, ansonsten, ihr separiert die Beine. Hier vorne diese Pins werden auch separiert. Dreht anschließend dieses komplette Teil einmal nach hinten. So. Dreht hier vorne dieses Teil ebenfalls nach hinten, das Gelbe nach vorne, um die Füße quasi zu bilden. So, die Füße sind jetzt effektiv fertig. Dieses Teil könnt ihr noch hier runter drehen und quasi so die Beine bilden.
So, auf der Verpackung sieht man, dass die Figur so die Beine gestellt hat. Finde ich jetzt allerdings nicht so prickelnd. Deswegen würde ich es jetzt, wenn, auch oben lassen. Aber das ist jedem selbst überlassen. So, die Flügel anschließend drehen wir hier oben, dieses braune Teil, hier oben rein. Vorher müsst ihr allerdings darauf achten, dass ihr hier dieses Teil auch richtig dreht. Das heißt wirklich nach außen und dann reindrücken. Ansonsten kann es passieren, dass ihr euch hier oben diesen kleinen gelben Greifarm abbrecht. So, anschließend werden hier diese schwarzen kleinen Unterflügel nach außen geklappt, um die Hände zu formen. Die seht ihr hier. Das gleiche noch einmal hier. So. Anschließend werden hier die Flügel getrennt. So. Dann werden die Arme komplett nach unten gedreht. Ebenso. Was ich richtig geil finde, ist, dass ihr hier dann die Decepticon-Symbole wirklich groß auf den Schultern prangern habt. Das finde ich richtig geil vom Design. Also da hat wirklich Hasbro hier echt was Tolles geliefert. Anschließend die Beine von Ravage nach oben, um den Brustkorb zu formen. Anschließend separiert ihr hinten den Rücken, dreht ihn komplett nach hinten und das Automorph-Feature lässt automatisch den Kopf nach oben schnallen. Anschließend den Thruster dreht ihr nach innen und dreht ihn so oben rein. Dann ist das Rückenmodul auch komplett fertig und Soundwave ist komplett verwandelt. Ja, Soundwave an sich, finde ich, ist eine sehr schöne Figur. Vom Farbdesign her finde ich echt gut ausgewählt. Verschiedene Blautöne, wie gesagt, von hellblau bis dunkelblau, ist auf jeden Fall eine sehr gute Farbwahl. Mit den silbernen Akzenten und dem Gelben macht es auch ordentlich was her. Das Einzige, was mir an dieser Figur nicht gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, sind hier diese braunen Teile. Die hätten wirklich durch Silber oder durch Schwarz komplett ersetzt werden können. Das hätte mir jetzt auch deutlich besser gefallen. Vor allem, wenn es Silber gewesen wäre. Aber wie gesagt, hier kann man dann ein Custom Art auf jeden Fall betreiben. Was bei meiner Figur jetzt hier nur ein ganz großes Manko ist, der Kopf hier vorne hat wie so eine Art, ich kann es euch jetzt hier schlecht zeigen, es ist wie so eine Art silber-gelb-metallic. Hier oben, man sieht hier so die Reflexion ganz leicht. Hier außen fehlt ein Stück. Ist quasi die Figur im flüssigen Zustand, wo die Farbe draufklatscht wurde, scheinbar schon miteinander verbunden worden, also die Teile. Und dadurch fehlt jetzt hier oben ein Stück Farbe leider. Ansonsten, der Kopf ist sehr begrenzt drehbar, wenn man ihn nach oben dreht. So, finde ich persönlich auch schöner. Kann man den Kopf nur zur Seite drehen, jeweils im 45-Grad-Winkel. Ansonsten, original wäre es natürlich so nach unten, aber da finde ich, hat er eher so diesen Klöckner von Notre Dame-Stil. Deswegen, also ich finde es gut, wenn der Kopf so nach oben ist. Dann sieht er auf jeden Fall deutlich besser aus. Klar, hier hinten ist dann der Kopf oben, aber jetzt ohne Flachs, guckt euch es euch an. Also der Kopf gefällt mir so deutlich besser. Die Schultern lassen sich um 360 Grad drehen. Die Arme haben hier unten ein kleines, komplett drehbares Gelenk. Ihr seht aber selbst, das Kugelgelenk fällt öfters mal heraus. So, ansonsten, ihr könnt die Ellenbogen komplett einmal drehen, um 90 Grad. Ihr habt dann hier oben die Hand quasi drin, die könnt ihr nur zur Seite winkeln. Hier oben wird dann die Waffe drin befestigt. Ja, die Beine standardmäßig, es gibt ein Hüftgelenk, was ihr drehen könnt. Die Beine lassen sich nach oben winkeln. Das Kniegelenk lässt sich fast 90 Grad nach unten drehen. Problem ist, hier gibt es einen Double Joint, das heißt ein doppeltes Gelenk, mit dem ihr quasi das Bein komplett nach unten drehen könnt. Es wird sogar gemunkelt, dass die Figur hier, da es auch diese speziellen Pads hat, auch wie im Storchenmodus quasi hingestellt werden kann. Fände ich jetzt eigentlich auch ganz interessant, muss ich zugeben. Es hat irgendwie was. Und ja, ansonsten kommen wir jetzt einfach mal zu Ravage. Ravage lässt sich, wie gesagt, hier rausnehmen, allerdings sehr schwer. Ich weiß nicht, wer sich das hat einfallen lassen. Wir haben hier einmal einen kleinen Pin hier unten und hier ist dieser Pin unten auch an Ravage dran und damit wird er befestigt. Er lässt sich sehr schlecht rausdrehen oder besagt rausziehen, muss man schon ein bisschen hin und her bewegen.
die Vorderarme werden einfach nach unten gedreht und hier oben die Beine werden einfach nur nach hinten gewinkelt. Und schon habt ihr quasi den kleinen Ravage. Ich finde es sehr interessant, wie gesagt, von der Art und Weise her. Es macht auf jeden Fall was her. Als Drohne auf jeden Fall eine nette Idee. Schade, dass es so auch in der Serie bis jetzt nicht vorgekommen ist in Deutschland. Ja, die Figur, wie gesagt, wie ich schon angekündigt habe, kann die Waffe natürlich auch noch in die Hand nehmen. So, und hat natürlich dann jetzt hier diesen Werfer quasi in der Hand. Die Figur ist allgemein sehr schön gemacht. Ich würde jetzt der Figur vom Drohnenmodus, da er mir eigentlich schon relativ gut gefällt, trotzdem allerdings dieses Bild des Papageienkopfs, wenn ich mir aus dem Kopf gehe, der Drohne 9 von 10 Punkten geben. Im Fahrzeugmodus und Soundwave im Robotermodus gefällt er mir sehr. Von Details her ist er ein bisschen, ja, armselig. Das heißt, man hätte hier wirklich deutlich mehr machen können. Bis auf hier, wie gesagt, kleine goldene Akzente und hier vorne ein bisschen gelb. Ist nichts wirklich groß an Farbe vorhanden. Hier haben wir einen einzigen lilanen Akzent hier unten an der Hüfte. Aber ansonsten haben wir nichts anderes als Farbe irgendwie auf diesem Modell. Es ist... Ja, es fehlt eine ganze Menge, auch von Details her. Klar, die Figur hat hier oben so kleine pneumatische Teile, die man sehen kann. Ansonsten wirkt die aber sehr plump. Vom Robotermodus gebe ich daher auch nur 9 von 10 Punkten. Und ja, ansonsten overall 9 von 10 Punkten. Die Drohne Ravage ist ein sehr schönes Gimmick, wodurch die Figur auch ihre Punkte voll verdient hat. Und ja, man kann sie halt sehr schön verstauen. Und das macht einiges her. Wenn ihr diese Figur jetzt noch bekommt, ihr könnt die Figur momentan zum Beispiel bei Müller, Real und Co. im Durchschnitt für 14 bis 15 Euro bekommen, wenn ihr Glück habt. Ansonsten gibt es natürlich auch noch Halsabschneider, die immer noch 20 Euro und mehr verlangen. Da würde ich euch nicht empfehlen, dass ihr die Figur kauft. Und ja, ansonsten war es das auch jetzt schon mit dem Review. Ich hoffe, euch hat die Figur soweit gefallen. Und ich konnte euch vielleicht dazu anregen, die Figur euch zuzulegen. Macht auf jeden Fall was in der Sammlung her. Wenn ihr Transformers Prime Figuren euer eigen nennt, muss diese Figur auf jeden Fall in eurer Sammlung. Es sei denn, ihr habt natürlich den Original Soundwave aus der Wave 1 mit Laserbeak. Dann braucht ihr diese Figur nicht unbedingt, da es nur ein Remold ist. Ihr könnt natürlich euch die Figur dazu holen, damit ihr noch Ravage habt. Und dadurch wird natürlich dann dem ursprünglichen Soundwave noch eine weitere Drohne hinzugefügt, was natürlich den alten G1-Look so ein bisschen nach vorne hebt mit den ganzen kleinen Kassetten, die er quasi im Brustkorb versteckt hat. Finde ich sehr nett. Ja, ansonsten, wie gesagt, war es das mit dem Review und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder weiterempfehlen würdet. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was, euer Rexford.